What's up, guys? Hi, willkommen zu TTT auf der Map, die Johnny nicht mag. Ich kann die echt nicht leiden. Hi. Er hasst sie wirklich sehr. Aber Johnny hasst aber auch 8-Bit-Spiele, ne? Kinder. Ja, sie ist okay, ich weiß nicht. Johnny mag generell keine Videospiele eigentlich. Ich finde sie einfach super langweilig, keine Ahnung. Was ist eigentlich Hockys Lieblingsspiel? Das ist ja super. Oh mein Gott, ist das eine gute Kombi. Das ist aus dem Video. Okay, was ist dein Lieblingsspiel? Die brauchen wir. Ach stimmt, ich will Morgi das noch sagen. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Morgi, komm mal her. Ah nee, weil ich komm zu dir. Das ist ja wunderschöner Anfang Morgi, bleib mal stehen. Hui. Smart Metroid Prime 1. Morgi. Fully Traitor. Gar nicht wahr. Aber ich hab mit Tobi. Das ist ein Traitor mit Hockey gewesen. Oh, da ist eine Tür. Ich hab den Kill gesehen. Ich kann nicht untersuchen. Er ist ein Deathringer. Er lebt noch. Das ist gut. Ah nee, wir haben Blocker. Ja, Fully hat nie New Super Mario Bros. Gespielt. Oh, aber Ricky bleibt dran. Und er kann sich jetzt nicht mal. Also, was war dein Lieblingsspiel? Sorry, ich muss gerade auf Creator treten. Oh mein Gott, sehr, sehr geil. Ob er will oder nicht? Aha. Ja, du identifizierst ihn nicht. Oh, ich kann die Line von Hockey nicht identifizieren. Ach, oh, ja, aber Hockey ist Detective Moggy. So keine Ahnung, der hat nichts weiter gesagt und die Leichwand identifiziert, aber wir haben den Blocker. Er hätte auch sagen können, wir haben einen Blocker hier. Aber dann bist du doch jetzt total verdächtig. Nee. Ich meine, nee, Maeve, pass auf, Maeve. Morgi, du hast super reingeschissen. Oh. Okay, ich pass auf, Morgi. Also ich möchte mich jetzt outen. Ich war's. Ja. Aber ich hab fast gedacht. All along. Oh. Scheiße. Oh no. Good job, Maeve. Ich hab's gesagt, Morgi. Ey, die Mac 10 ist gar nicht mal so schlecht. Timo hat recht. Aber das war schon seltsam, oder? Null Schuss. Deswegen haben Timo gekickt. Ah, wie scheiße. Oh, ich hab die ganze Zeit gewartet und genau dann, wenn ich gehe, kommt Hockey vorbei. Ja. Wir spielen jetzt ein Spiel, das nennen wir, jeder nennt sein Lieblingsspiel. Ich sag Dark Souls. Kingdom Hearts 2. Stardew Valley. Auch wirklich? Ich hab keine Ahnung. Wer kann sein? Paper Mario 2. Hockey. Nimm dir einfach eins von. Ich hab kein wirklich richtiges. Er macht diese Antwort. Pokémon Snap. Das habe ich letztens ein bisschen gespielt. Ich dachte mir, ja, ich lieb's. Nicht mein Lieblingsspiel, aber okay. Gute Antwort. Was im ersten Spiel oder im zweiten? Rick, ist es GTA 5? Nee, ich glaube, es ist GTA 5. Sonic Adventure. Oh. Und du spielst gerade Sonic Adventure. Schlag den Rab für die Wii. Das ist mein Lieblingsspiel. Es kam kein neues GTA seit dem Song von GTA 5 mit mein Leben bestimmt, der Lochis. Und mittlerweile sind sie einfach komplett erwachsene, ganz andere Menschen. Der ist ein Hero. Ja, und GTA 5 hat sich 130 Millionen Mal verkauft oder so. Ja. Nee, ja, so oft nicht. Ich würde sagen, die Lochis waren erfolgreicher als das Spiel. Mochtet ihr den zweiten Pokémon Snap teil? Ricky? Ja, ich mochte den. Ja, war ganz nett, aber natürlich. Also ja. Er ist halt nicht so schnell durchspielbar wie der erste. Ja, das stimmt. Das ganze Schauen sind nicht eingefangen. Das ist halt geil, dass du so wirklich so schnell durchspielen kannst. Der ist schon scheiße, der neue Teil. Ja, scheiße ist denn. Ich verstehe nicht, warum sie keine Entwicklungen gemacht haben. Das ist scheiße. Ja, das stimmt, das ist schade. Schon scheiße. Ja, ist schon scheiße. Aber er sieht halt echt hübsch aus, finde ich. Ja, aber schon scheiße und langweilig. Da kann ich mir auch meinen Kanal angucken. Bist du nah oder warum willst du schon wieder eigentlich sterben? Wollen wir zu den anderen hin, Moggi? Oder? Ciao, Moggi. Oh, tschüss. Okay. Hast du nicht. Hi. Nee. Also, Fully, wir suchen nach Traitern. Ja, ich suche Traitor. Ich hab einen Hockey, ist es? Ich bin kein Traitor. Ich kann auch vorgehen, wenn dir es lieber ist. Na, ich wollte erst schauen, tötest du mich nicht? Du hast mich nicht getötet. Ich hatte reichlich Zeit, dich zu töten. Genau das meinte ich, ja. Was ist los? Da würde ich übrigens nicht ins Wasser gehen. Ey, hör auf. Ich glaube, so ein gewisses geisteskrankes Lachen. Nee, ich find's einfach witzig. Ich renne die ganze Zeit um Johnny rum und es macht ihn ein bisschen irre. Ich glaube, es ist nicht witzig. Nee. Ich sollte mir Hockey als Vorbild nehmen, wenn ich will. Ich will mir angewöhnen, dass wenn ich Dinge etwas extrem finde, dass ich sage, und Maeve, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Solltest du dir das angewöhnen? War das die Frage? Ja. Jungs. Ja, will ich. Maeve ist AFK, deswegen. Solltest du. Ah, wir beschützen Maeve also. Okay. Wir beschützen Maeve, ja. Hey, danke, Jungs. Da ist er. Okay. Hey, Fully. Moggy ist es nicht, was? Ich hab Schaden bekommen. Ich werde angeschossen. Er snipert. Ich werde angeschossen. Ja, das ist ein gutes Spray. Hey, ich sniper nicht, ich werde angeschossen. Was? Ja, warum wohl? Warte, Fully? Ich hab nicht geschossen. Ein gutes, komm her. Mann, hör auf, Moggy. Ich hab auch nicht. Ich mache nichts, Oh, ich habe auch eine Diegel. Fully, guck mal meine Perspektive. Ich werde angeschossen. Mann, Moggy, hör auf. Okay. Glaubst du, dieses Duell gewinnst du oder was? Oh shit. Dann hat er jemand rausgefordert. Untersuch ihn, achso. Moggy ist in deinem Haus, kill ihn, Johnny. Okay.
Wait. Oder? Ey, er tänzelt so um mich rum, er macht aber nichts. Was? Jolten? warte. Er war es nicht. Wieso schießt er mich ab? Okay, er dachte, ich hätte geschossen. Das ist so ein Detective Hockey, was ist das Problem? Nein, okay, ich bin hier oben, werde angeschossen. Okay, ja, okay. Warum habe ich 480 Kammer? Ich hätte so viel machen können, die Runde, und oh mein Gott. Ich hätte Entscheidung gemacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, hab ich Detective gekillt oder so? Ist, ich hab, nee, Maeve hat mich getötet. Ich hatte, pass auf, ich hatte eine Silence. Du hast letzte Runde davor hast du Hockey getötet, der Detective. Ach ja, ich habe Detective gekillt. Ja. Ja. Ach ja, stimmt. Das Karma hast du dir reglich verdient. Oh, ich wünschte, dieses fucking Detective Karma wäre nicht. Ja, ich gebe dir ein bisschen mehr. Wie, du wünschst, was? Du könntest mehr Detectives umbringen? Nein, du hast den warum? Du kriegst das jetzt wieder und bei mir. Er muss damit leben, das hat er sich verdient. Wieso kriegt Mogi das jetzt zurück? Das ist doch Schwachsinn. Das verstehe ich auch nicht. Dann lass mich minus 90% Schaden machen. Ich werde meine Waffen wegwerfen, weil es alles egal ist, was ich. Nein. Das ist zu teuer einfach, Leute. Also, ja, das okay, dass das zu viel ist, verstehe ich. Das stimmt. Aber ich finde gut, wie unter Moggy verantwortungslos stehst, wenn du ihn anguckst. Er kriegt 600. Ich hatte eben eine Silenced AWP und wollte so aus der Hütte rausschießen. Das ist zu wenig. Und genau als ich den Schuss abgegeben habe, weiß ich gar nicht, warum wir Karma überhaupt noch haben an dem Punkt. Ich sag, das Einzige, was passiert ist, dass man so sehentlich einen Detective killt und einfach das Spiel nicht mehr spielen kann. Köcherei. Es ist dumm, ansonsten macht es halt echt keinen Unterschied. Ja, es wurde schon ein paar Mal geschrieben, ob wir Karma deaktivieren sollen. Ja, können wir machen. Okay. Ich denke halt wirklich, dass es einfach nur dumm ist. Du kamst damit an, dass wir den Karma aktivieren. Du meintest sogar, wir brauchen unbedingt Karma und alles. Karma ist ja auch, ist auch okay, bis auf die Tatsache, dass man, wenn man Detective killt, dann einfach 500 verliert. Ja, es muss ja nicht so viel sein. Weniger Schaden. Ich kann mal gucken, ob Detective umzubringen, Morgi. Gibt es eine Einstellung, dass Detective-Schaden nicht so viel Strafe gibt oder so? Wurde ja gerade jemand erschossen. Also von mir aus schon, aber es gibt keinen Grund. Ich meine, es gibt keinen Grund. Ja, aber ich bin nicht dafür, dass du dann für die nächsten 20 Runden nichts mehr machen kannst. Wir stellen das alles ein. Nein, ist es nicht. Ich habe doch von Anfang an gesagt, dass das zu viel Bestrafung ist. Einfach jetzt zu streiten jetzt. Bin tot. Wieso bin ich blind? Woran liegt das? Du hast dann jemanden getötet, der pure war. Fully ist Traitor. Ja, okay. Johnny ist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Ist vorbei. Ja, ja. Das ist so gemein. Also Johnny ist so blind und Fully ist. Oh nee, wer schießt denn da auf mich? Okay, wo bist du? Blauer? Was komm, denn? Blauer. Quatsch, Banane. Ich will die Runde noch gewinnen. Oder? Ich will die Runde noch gewinnen. Quatsch-Bananen. Scheiße. Was machst du da eigentlich? Kann das sein, dass du da so... Ich weiß nicht, ich bin ganz blass. Ich bin auf der anderen Seite. Willst du mich verarschen? Warum ist... Hast du nicht mitbekommen, dass ich weg bin? Hey, das ist das Detective-Symbol bei mir jetzt, ohne Scheiß. Weird. Du bist weird. Alter, ich komme hier nicht hoch. Wo bist du denn? Alter, ich... Springen, G-Mod, ne? Ich liebe es. Ich sag's dir. Ah, scheiße, du hast mich schon wieder gesehen. Ja. Yeah. Lass nicht dich aber mal mit... Ach, da vorne bist du. Ah, okay. Ey, nicht in der Luft. Oh, alle. Alles, aber nicht in der Luft, Bruder. Ah, scheiße, nein. Warum lebst du eigentlich so lange? Keine Ahnung, weiß nicht. Aber die Runde will ich auf jeden Fall nicht verlieren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Kann ich hoch? Scheiße, es geht nicht. Warte kurz. Oh mein Gott. Wo denn? Meine Fresse. Yeah. Diese einschlagenden Schüsse allein. Punk. Ich wollte gerade schreiben, dafür, dass er nicht verlieren will, macht das ziemlich viel Quatsch. Ja, das ist wahr. Ja, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte... Hi. So, neue Runde, neue Geschichte. Meine Damen und Herren. Eine Sache möchte ich noch sagen, Johnny. Hey, es hat doch am Anfang der Aufnahmesession habe ich noch gesagt, Johnny, irgendwann, wenn der Pure getötet wird, irgendein Traitor wird sie bestimmt verraten, die man ja so nicht sieht. Wieso hast du das nicht gesagt? Johnny hat es schon zweimal gemacht. Ich wusste nicht, dass das. Ach so? Echt? Das ist er hat es schon mal gemacht. Ich hab das schon mal gemacht. Da war ich nämlich der Pure und der hat mich getötet. Oh, ich bin schon wieder innocent. Das ist ja so. Oh nein, ich habe kurz ins Auge mit meinem schwitzigen Fingern. Oh, das brennt aber wie? Mach das nicht, hör auf jetzt! Das ist doch eklig! Warum macht ihr das? Das ist doch eklig. Salzwasser-Oktopus? Was soll das? Salzwasser-Oktopus? Ich mach ein Handtuch hin. Ja? Ich möchte anmerken, ich hab die Hoffnung, dass ich mit dem Deagle-Headshot killen kann. Ich dachte, Hockey wäre Hockey-Dude. Rigi, du fliegst gleich, wenn du es verstanden hast. Die Hockey-Dude-Zeiten sind lange vorbei. Willst du fliegen? Willst du fliegen?
Das Ende einer Ära. Ich hab so First Try getroffen. Ich hab einen Home Run gehört, was passiert? Oh Gott, Johnny. Das war ich. Was ist los? Johnny, warum bist du so, auf Ricky ist fliegen gegangen. Ich auf die Tür, ich gleich du bist bloß genau in die falsche Richtung ausgerichtet. Ja, wirklich. Ich weiß. Wie du weißt. Haben wir wieder einen Blocker, oder was? Hä? Ja. Oh, shit. Ach, oh mein Gott, jetzt haben wir immer einen Blocker. Ach, Mann. Ah, Mann. Will noch jemand fliegen? Kann das sein? Ich nicht. Willst du? Aber muss sie sein. Schade. Oh, ich hab so einen Shotgun-Schuss gehört. Ich auch. Kann okay. Achso, ich hab du hast geschossen. Ich hab nur die alte das erste war eine Diege und zweitens, ich hab die alte Verkäuferin, bin ich losgeworden. Oh. Akzeptieren wir das? Ich bin hier im Kartoffel. Fully ist es. Fully, das war ganz schön schlecht von dir. Fully. Nein. Ich mein, Fully, ich weiß, wo du warst, also. Oh, stark, ich wollte gerade. Naja, gut, dann bin ich ein bisschen schlecht. Das wäre so witzig dran. Gewesen, Mave. Wir wären hier so rausgelaufen und ich hätte ihn so weggeschlagen. Ja, stimmt. Das ist super. Aber ich hab dich leider nicht gesehen. Kann ich Morgi wegschlagen? Ist das? Ja, du kannst mich wegschlagen, wenn du willst. Oh, Ricky, warte, wirklich? Ja. Willst du? Oder dass du sauer wirst dann? Na, ich will nicht wirklich, aber es ist ich. Ja, dann lass du kannst, wenn du willst. Nein, dann lass ohne, dass du sauer wirst. Ich will nicht, dass du danach, dass ich mir was anhören muss. Nee, ich hab gesagt, dass du es kannst. Hallo. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich nicht im Haus. Okay. Ja, ich kann dich auch im Haus verprügeln. Das ist für mich auch okay. Dann komm rein. Ich kann auch häusliche Gewalt anwenden. Wait, wo bist du denn? Komm noch rein. Das Haus. Da ist Maeve. Ich bin im Magieshop. Er ist im anderen Laden. Ich verkaufe ein bisschen magische Dinge. Das ist Granate. Das ist ein nackter Mann. Shit, die ist aus dem Fenster rausgeflogen. Hä, hey, wer ist es denn? Wait. Er wurde gerade durch diese Tür hier gesniped. Es war Hockey. Nein. Ey, Lola, warte. Wieso greif ich dich denn nicht? Johnny, hol ihn doch wieder. Das war voll sad. Mann, ich will, dass er fliegt. Och, Mann, ich hasse es. Oh, er war es nicht. Wait, was? Aber wir haben einen Blocker. Ach, Fully lebt noch. Er war es, okay. Wo ist denn... Aber Fully nicht getötet? Also, ich vertraue dir wirklich, belebt. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, der wurde... Der liegt ja nicht mehr hier. Oh, da ist er drin. Da ist er. Nice! Nicht schlecht. Kill him! Ich wollte die halbe Runde übrigens. Ricky, du warst innocent, oder? Ja, Ricky war innocent. Ich konnte nur den weg. Oh, wie unlucky. Ich weiß, die Tür zu dem Magier-Shop aus und hinten über meine Schulter kommt ein Schuss. Und dann kam der magische Hockey. Wirklich, der magische Shop mit magischem Hockey. Kamst du nicht dazu, jemand anders wieder zu beleben, Hockey? Ich wollte Ricky wiederbeleben, weil er tatsächlich da war, aber ich habe ihn davor an der Wand gehängt und ich wusste nicht mehr, wie ich ihn runterhängen konnte. Oh, und wenn er irgendwo hängt, kann ich ihn nicht mehr. Ich hab die halbe Runde versucht, ihn da irgendwie abzuhängen. Es hat einfach nicht geklappt. Es war so nervig. Bisschen abhängen, mit Idioten. Wer abhängt jetzt? Es hat wirklich geklappt. Nein, ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Hey, ich wollte hier gerade privat sein. Ich vermisse meine Lieblingswaffen. Ich wollte gerade privat sein. Oh Gott, fragen, was hast du mit der Frau vorhin? Ja, im Waffenshop gibt's alle Waffen. Ja, im Waffenshop. Leg die Waffe weg. Aber, meine TPM... Du nimmst jetzt die Waffe runter, welche? Schieß sie! Leg die Waffe! Das ist easy. Ich bin der Detektiv. Ja. Ricky, lebst Moin. Du noch? Moin. Guten Tag. Moin. Ich glaube, Ricky wurde ermordet. Ich krieg gerne eine coole Waffe. Aua. Wir will hier noch rein. Bestimmt der Johnny, ne? Ja, ich will gerade rein, ja. Ich mach die Tür auf jetzt. Ich? Ich hab eine Honey Badger. Geh rein. Wait. Die geht nicht auf. Da ist jemand durch den Hintereingang raus. Ja, ich? Ist da... Nee, ich mein, Fully ist Detective. Kannst du an die Tür so einen Sprenger machen? Morgi, was machst du da? Ich hab keinen Credit. Einen Sprenger machen? Ich hab keinen Credit. Okay. Einen Sprenger oder was? Mach mal einen Sprenger. Ein Doorbuster, meint er. Ich meine den Verlag. Aha, Hockey. Oh, Achtung. Find ich da drin Leichen, oder? Nein, da war Morgi und er ist weggerannt von mir. Morgi, du musst getrennt. Hey, Morgi ist doch da. Zu dem Bino sag ich Nino. No Corps. Was hält man nicht davon, dass Hockey einfach mir hinterher schleicht und mich dann verdächtigt? Schmücker, ich bin doch abgehauen, hä? Ah, finde ich schon ein bisschen cool. Ich hab gesagt, hey Morgi, was machst du da? Du hast nichts gesagt, dass die Tür zu machen. Blauer, erklär dich. Richtig weggeschlichen. Das war meine Erklärung. Blauer, erklär dich, hab ich grad. Ja, ich hab mich doch erklärt. Das ist Leben. Hatte seine Augen, Fully, ne? Richtig krank. Was ist mit meinen Augen? Da schießt jemand auf den Schlangen, Dach. Schlangen. Aua, was? Ich bin trapped. Nein, was? Mach die Tür besser zu. So. Oh, was? Komm rein, Mogi. Okay. Was für eine dumme Scheiße. Was? Ich würde sagen, wir machen jetzt Kühe des Blondes auf eine Healing Station. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hab keinen Credit.
wofür hast du das Geld ausgegeben? Was eine Kackwaffe! Oh mein Gott! Und Infinite. Ich meine, ja, ich weiß, dass sie mir auch Schaden machen können, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie trapped ich war. Hier kommt einer rein. Ihr habt nicht gesehen, wie eingeschränkt meine Stärke. Du warst der Einzige, der übrig ist. Die Jungs haben nichts gemacht. Ich hab mich selbst umgebracht mit dem Schlag. Boah, das war sau stark, John. Ey, die haben mich so eingekesselt. Ich konnte gar nichts. Ich hab meine Runde so richtig vorbereitet, hab so gesehen, oben rechts, Johnny kommt Schlange und ich wusste, die Runde ist vorbei. Ich konnte nicht springen, ich konnte gar nichts. Morgi kommt langsam zurück. Wenn ich jetzt eine Trade-Runde habe, dann bin ich wieder zurück. Hockey, wie viel hast du umgebracht? Okay. Ich bin nicht dazu gekommen, weil ich hatte einen Kill. Innocent! Ja, mich? Oh. Nein, ich hatte Ricky. Ah, nee, dich selber. Die Tür auf. Nein, ich hab Ricky umgebracht. Maeve ist defective, Vorsicht! Maeve ist defective. Ich glaube, Ricky ist Ricky defective. Okay. Achtung, dumm. Irgendwie will ich ihm glauben. So, zwischen den Aufnahmen habe ich hier eine Sache gesagt. Was können wir machen, um unser Dilemma ein bisschen auszudünnen? Ja, ich hab drauf geachtet. Nur der Detective quatscht und Maeve ist auf einmal sehr wortgewandt. Und der Detective lässt sich. Was? Nein, das war doch Ricky, Maeve. What the fuck? Ricky war das doch. Aber Maeve redet die ganze Zeit jetzt: Oh, Ricky ist defective, Ricky ist es. Ricky. Ja, ja, weil du es gesagt hast, vor der Runde er wollte genau das ansprechen, ja, was du gesagt hast. Hey, das ist doch nicht passiert, oder? Sind wir gerade in einem Paralleluniversum gedroppt, wo Ricky und Maeve irgendwie zu wollen gehen. Aber ich hab's auch anders gehört. Es war doch andersrum. Ricky, hast du noch eine Credit? Ich hab keinen Quiz mehr. Ja, Ricky hat's am Anfang gesagt, aber Maeve ist dann richtig drauf eingestiegen. Ach so, meinst du das? Ja, gut, er hat dann die ganze Zeit super viel mitgemacht. Ja, aber davor, als er Detective war und nicht Defective, da hat das einfach so stehen lassen. Ja, weil mir einfiel, dass du ein bisschen mehr... Was machen wir hier drin eigentlich? Loki, lass mal gehen. Bro. Wait, da war so ein Koffer. Ja, ein Detective-Koffer. Das hat Morgi in der Hand. Au! Fully schießt auf mich! Fully war sein Kollege! Fully hat mir Schaden zugefügt, jetzt tötet doch Maeve, Alter! Das tötet Maeve! Oh! Der Maeve hat Johnny getötet, jetzt tötet bitte Maeve! Wirklich? Au! Brom! Ah, das ist jetzt Ricky oder Maeve? Morgi, Spaß, ich hab gerade meinen Doorbuster gefunden. Oh nein, Morgi, hast du meinen Doorbuster gefunden? Und. Ey, Maeve, ich kann dich gerade nicht. Du bist so hingeflogen! Komm schon, Hockey, ich wollte gerade sagen. Yo, Maeve, hast du das gesehen, was mir passiert ist? Okay, ich wollte Ricky erschießen und ich weiß nicht, was war, aber aus irgendeinem Grund bin ich so ein bisschen nach oben gesprungen, auf einmal genau in dem Moment, wo ich geschossen habe und habe ihn nicht getroffen. Sonst wäre er gestorben. Und es wäre nichts aufgeflogen. Und weißt du, was mein Problem war? Ricky hat ihn erschossen und hatte ein gutes Alibi. Ich töte also den ersten, der reinguckt und der ist ausgerechnet Purist. Ich hab mich so gefreut, dass du mich erschossen hast. Wie viel Pech hatten wir? Ich hab dann versucht, du hast nie Ich hab versucht, blind aus diesem Laden zu laufen und hab sogar, glaube ich, noch ins Wasser geschafft. Ich wollte rufen, ich schnapp die Leute, aber ich wollte es nicht spoilern. Ja, natürlich war es der Doorbuster. Sehr gut. Ricky, hast du irgendwie eine Disco geworfen oder so? Warum bin ich nach oben gesprungen? Ich dachte, Maeve, man erschießt als Defective ja selten jemanden, aber den ersten, den du erschießt, lässt dich einfach erblinden. Wie komisch. Man sieht es auf jeden Fall ziemlich gut bei mir in der Aufnahme. Ich mache auf einmal einen Sprung nach oben. Ganz seltsam. Oh, wow, wie unterschwellig es anfällt, dass man seine Folge gucken will. Nein, das meine ich schon. Ich bin nicht Johnny. Auf Fulltime Games Live? Du bist nicht Johnny. Ich habe immer. Dieses Video endet, wenn ich springe. Immer, wenn ich meinen Kanal promotet habe, habe ich deinen mitpromotet. Und ich habe so ein Video über deinen Kanal gemacht. Mein Gott, ich mache doch so ein Anti. Dieses Video endet, wenn Fully redet. Okay. Ich hab's gehört. Rickys Folge ist jetzt vorbei. Du schaffst es, Rick mich reingeballert. Rick reingeballert. Okay, also Johnny und Johnny und Fully können es nicht. Also, ich hab mich reingeorgelt. Nee, Johnny und Fully können es nicht gewinnen. Wer schießt auf mich? Einer voll durch das Dach. Wer? Johnny und Fully können es nicht gewinnen. Oh. Schießt du Ricky? Warte, nein, das nicht. Das liegt die Leiche von Johnny. Aber ich glaube, einer ist. Ich kann sie untersuchen, WTF. Fuck. Jetzt hier. Oh, er war. Okay, also Fully, was safe ist jetzt? Ich bin genau falsch abge. Oh, Morgi ist im Wasser! Ich wollte fliehen! Was? Morgi ist es! Tatsächlich. Der Mann ist im Wasser! Was ein Monster! Ihr könnt es ja nur noch der Monster von Mognes. Maeve. Moment. Nee, Maeve kann nicht. Maeve ist Detective. Moment, aber ich hab mir drauf geschossen. Moment. Ja, jetzt ist die Frage. Ich bin proven.
Du bist das doch, oder? Oh Mann, ich hasse es, wenn man ich war unter Wasser und hatte keine Munition mehr. Morgi, ich wollte vor dir abhauen und bin genau in den Pool gesprungen, wo du drin bist. Ich dachte, ich krieg einen Punkt, wenn ich Johnny kill und hab da Munition, aber. Ach oh Gott. Hat der Hai unten im Wasser denn? Keine Ahnung. Das Monster von Mock Ness. Hat der Toki dich gekillt oder das so? Das ist ein guter Titel. Ja, hab ich nicht. Das habe ich auch gedacht, so nenne ich die Folge. Nee, nenne ich dich schon so. Ich nenne dich. Nein, nein, dein Video heißt, dass das Video endet, wenn Fully redet. Aber dann musst du es wirklich. Dann lade ich zwei Videos den Tag hoch. Dann mache ich einmal eins. Nein, musst du nicht machen. Dann mache ich eins. Dann mache ich eins, bevor die anderen zu reden direkt. Und dann mache ich aus. Mogi. Mogi, komm mal her. Aber lässt du es laufen bis zu dem Punkt, wo du es auch sagst? Oder? Nee, nee. Einfach nur. Warte, die Folge hat mit WhatsApp Guys angefangen. Oh, die Unmoral. WhatsApp Guys! Das ist vorbei. Mach damit gute Dinge, Maeve. Kann einfach so killen, wenn er mir damit gute Dinge. Kam, heißt das, ein Schuss. Kam blöd? Ein Schuss. Was willst du sagen, wer mir blöd kommt hier gerade? Mit dem Mann. Hockey, der schlechte Kommen. Und ist gestorben. Irgendwie krass. Hast du ihm die Waffe gegeben, die keine Golden Deagle ist? Ja. Warum? Ah, die silberne Deagle. Was bringt das? Damit ich Karma verliere. Nein, das war der Grund. Nein. Das war der Grund, oh mein Gott. Du musst dir an die einsetzen. Das war so dreist von dir, Hockey, dass du Morgi einsetzt. Wenn wir jetzt einen Traitor killen, dann können wir auf jeden Fall... Ich kann ihn wiederbeleben, dann, ja. Ja, Morgi? Das war wirklich nicht mein Plan, ich schwöre. Nein, ich bin's nicht. Gott, wenn ich jetzt sagen würde, er würde schießen. Du hast ja gesagt gerade. Ja, wirklich. Ja, ich meinte, ich glaube, es war ein kleiner deutscher Versprecher halt von dir hier gerade. Oh Gott. Okay. Oh, Maeve war's. Ich hab gesagt, ich hab gewartet, bis du mich siehst und du guckst erst nach unten. Komm nicht her! Komm nicht her! Alles gut. So, der alte, wer lebt noch? Ach, hallo, da musst du morgen erstmal ein bisschen Spuck geschluckt. Oh, der steht irgendwo mit seiner fucking Science AWP. Nein. Pisst mich jetzt schon wieder so an. Ich weiß nicht, was du meinst. Würde ich nie machen. No. Oh, okay. Ja, das war zumindest keine Science AWP. Aber hast du dabei, Ricky? Überrannt. Hattest du sie dabei? Ja, ja, natürlich. Als du gesagt hast, da ist sie. Ich war mir so sicher, dass er oben irgendwo steht. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ganz lange in die Tasche gestopft hat. Ja, der wirklich, genau so, ja, wirklich. Ich stand am Anfang und dann sagt Morgi das und ich so, nein, und hab die andere Waffe ausgerüstet. Ich war so blöd, weil wir gerade Hockey helfen wollten, aus dem Wasser zu kommen. Ich krieg schon hin, das ist mein Element. Ich bin den Karma verloren, ohne vergessen. Was tut mir so leid, Morgi. Ich hab einen Traitor gekillt. Komm mit. Morgi, komm mit mir mit. Komm schnell. Bei Fuß. Ich bin da. Komm mit, du und ich, ne? Wir werden jetzt ein Abenteuer erleben. Okay. Okay. Die JRPG-Map erinnert mich daran, dass alle mal bei Spirits Inn mitgemacht haben. Nee, ich nicht. Außer ja, fast alle. Ich bin blau. Blau nicht. So. Aber Hockey, ne? Ich war nicht dabei. Es hat wirklich erstmal kaum jemand mitgemacht, Morgi. What the fuck, warum? Warum hast du erschossen? Und jetzt warten. Oh nein, warum bin ich hier reingegangen? Warum hast du ihn erschossen? Jordi, hier ist die Kiste mit Fisch. Okay, und jetzt? Jungs, hier. Guck mal so, her. So, weil ich aus Norddeutschland bin. Euch. Guck mal hier. Blub, blub. Ich bin nicht, ich hab keinen Schaden, Ricky. Warum hast du zwei Detective-Punkte? Weil draußen jemand gestorben ist. Und ach so. Also ich vertraue Morgi tatsächlich. Wir scheinen ziemlich lucky zu sein, weil um uns umzubringen, also ich werde nichts sagen, aber... Ja. Weiß jemand, wie das hier heißt, das Haus, oder wie wir es beschreiben können für den Traitor? Ja, so kommen wir auf jeden Fall in ein Haus rein. Der kauft ein Radar und der findet seinen Weg schon. Okay, das finde ich gut, ja. Hockey! Hockey! Wo bleibst du? Komm, ich essen. Ich bin tatsächlich innocent. Was ist denn dein liebstes JRPG, Hockey? Innocent. Nee, es zählt nicht. Ich wollte gerade eins sagen, aber ich glaube, es zählt nicht. Doch, sag. Und welches wäre es? Weiß nicht. Ist Secret of Evermore ein JRPG? Nee, oder? Mein Lieblings-JRPG ist Evermore. Ich meine, es wurde für den westlichen Markt gemacht, aber prinzipiell ist es ein. Aber es ist ja eigentlich schon Secret of Time. Also, mein Lieblings-JRPG ist Mario Paper Mario. Ist Mario Paper Mario. Mario Paper Mario. Oh nein, Hockey hat uns gefunden. Was war denn die Aktion? Verdammt, okay, er war Traitor zum Glück. Au!
Oh, easy. Lustig, oder, Fully? Es konnte nur noch er sein. Wie konnten wir das jetzt wissen, Fully, dass du es bist? Mann, verrückt. Nein, das meine ich nicht. Du stirbst manchmal so schnell, wenn man dir einen Headshot gibt. Ja, aber wie kann das sein, dass sie mir dauernd Headshots gibt? Weil wir treffen? Oh, weil wir treffen. Aber das war so ein Spielerfall. Von Ricky bin ich ehrlich. Ihren Kopf auf der Höhe. Dein Charakter hat den Kopf auf der Höhe wahrscheinlich. Meinst du meine Größe scheiße? Ja, weiß ich doch nicht. Wir ziehen halt direkt keine auf den Ahnung. Mir ist auf, einfach nur aufgefallen, ihr schießt einfach nicht. Oh, ein richtiges Standgebläse. Okay, oh, jetzt ein Standgebläse, das wär's. Ist gerade so warm hier. Pass auf, ich hab eine Frage. Du Ventilator an oder redest du? Ich wieso hat eigentlich keiner? Der Ventilator ist voller Standgebläse, eigentlich habe ich eins da. Wir gehen ja mittlerweile gar nicht mehr in die Höhle da unten rein, gell? Wir sind ewig da nicht drin gewesen. Ja, ab wirklich. In die Höhle, Jock! Ich war gerade in der Höhle, Hockey, willst du mich verarschen? What? Der Waffenladen ist da, ist gerade mit einer Granate Höhle losgegangen. Fällt mir gerade auf. Moment, kann man hier irgendwo hin? Ups. Fuck, ich komme gegen die Strömung nicht an, als ob man hier stirbt! Oh, ich bin ertrunken. Leute, es tut mir leid. Ricky, hast du gesehen, was es war? Oder nee. Wer? Oh, man kommt hier echt nicht gegen an. Weiß ich nicht. Oh. Die Liebe, die Liebe. Hab nur noch ich gelebt, oder? Die Holy Grenade hat mich im Waffenladen gekillt. Ja, ich hab warte, hab ich jetzt eigentlich auch gewonnen? Ach so. Dann ist Hockey rausgelaufen, ich hab Hockey schon mitgegeben. Und dann wurde ich verliebt mit Morgi, ja. Dann musste ich meine Taktik ändern, dann hab ich Ricky gejagt. Kann ich mich jetzt freuen, weil die Liebe gewonnen hat, oder? Gewonnen? Ja, wirklich, nee, eigentlich nicht. Nee, Amor hat verloren. Na toll. Verloren. Aber ich freue mich trotzdem, aber die Liebe. Immer wenn du die verkuppelst, können sie dich direkt umbringen eigentlich. Ja, das ist wirklich. So dumm. Das ist, was bringt mir das? Egal, ich freue mich trotzdem für euch. Ich freue mich doch trotzdem für euch. Ist doch was Feines. Oh ja. Ist doch toll, Mensch. Nee, ich gehe jetzt auf jeden Fall runter in die Höhle. Du brauchst ganz schön lange, um eine Waffe auszuwählen, Hockey. Mensch, das ist doch schön. Ja, ich habe halt das ist korrekt. Ich bin ein Mann, der Probleme hat, sich auf irgendwas festzulegen. Halt ich habe da so einen Haarschmack. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Rivella. Hab ich gerade. Oh mein Gott, das hätte ich gewusst. Rivella? Das ich so offensichtlich, dass Rivella dein Lieblingsgetränk ist. Wer hat geschossen? Du empfiehlst es jedem, drehst es jedem an. Ah ja, das war die Schweizer Frau. Die Schlangen! Die Schlangen! Das war vor allem das super leckere, damit ich es probieren kann. Schlangen sind da? Und das war super. Ja, warst du das, Maeve? Nein. Es wäre nicht so. Was ist dein Lieblingsgetränk, Mobi? Au! Oh Gott! Was ist dein Lieblingsgetränk? Hock? Warum schießt du auf mich? Das Getränk ist gar nicht so einfach, finde ich. Als ob! Hast du nicht gehst um Elko und plötzlich ist jemand gestorben? Nein, ich hab keine Vision. Nein, schieß doch auf mich, Mann! Hast du nicht eine Vision gekriegt? Als ob du es nicht bist. Oh, what the fuck? Hast du einfach jetzt aus dem Affekt geschossen, ja, Mate? Nein, weil du dich ja, erschrocken hast. Es ist doch nicht. Confirm ihm. Er war in den Scheiße. Ich hab auch aus Affekt geschossen. Ich bin so verwirrt. Ja, Ricky muss ja noch leben. Ich hab mich noch nicht dran gewöhnt, Ricky? Dass das ein Defekt Ricky ist. Ricky lebt noch? Oh, die Schlangen sind alle. Ich mich einfach nur verteidigen. Ricky oh nein, lebt noch? Ein richtiges Eifelsbecken, ey. Oh, es ist weg. Oh. Oh, der Thringer? Was zu also, ist der Junge dann? Ja, der sitzt irgendwo mit seiner AWP. Jetzt packt er sie weg. Was los? Die gute AWP, wirklich. Das ist der Klassiker. Nein, aber ehrlich, ich kann es euch doch allen nur empfehlen. Wenn ihr mal in der Schweiz oder so, kauft euch doch einfach Rivella. Kauft euch einfach eine Fully, redest du da? Fully, kannst du mich heilen eigentlich? Nein, oh kann Gott, ich nicht. Oh, scheiße. Oh, das wird doch gut tatsächlich. Ja. Doch, das gefällt mir. Ich hoffe, er hat hinter dir, Maeve, da oben. Das hättest du was oder cool, Maeve gewinnt können, jetzt die Runde für Ricky ja. Und dann ist es super langweilig. Oh, Maeve, geh in das Haus. Vermutlich. Maeve? Maeve ist der andere Traitor, oder? Ich springe runter, drück ein paar mit rein. Hä, ich hab gar nicht daneben geschossen. Hockey ist der Traitor, richtig? Ich bin gerade dumm gewesen. Hockey hat ja den Deathringer. Hockey, geh rein, geh in das Haus rein. Das wäre so witzig. Komm schon. Lol, wie man einfach sieht, dass so ein unsichtbares Wasser ist. Irgendwo da ist er. Er muss ja eigentlich jetzt Blutflecken haben, paar, ne? Wenn er wieder unsichtbar ist. Ist ja schon. Warte, ist Ricky eigentlich tot? Nee. Ricky, ich warte nicht auf euch. Ich kann nur gerade nicht raus. Ach so, Mensch, das ist ja schön. Oh, Ricky, hast du dich einfach eingesperrt mit einer. Ja, er hat sich eingesperrt, oder? Ach, Ricky. Alter. Wir können 7 Minuten vor der Tür warten. Wir schneiden das alles kurz. Das ist die beste Strat. Jetzt komm doch rein, mal kurz zu mir. Er ist hier bei mir, Fully. Er war bei mir. Gelogen. Ich sehe bei dir gar nichts. Er lügt wie ein Traitor. Der ist direkt vor dir. Hab ihn. Nee, das war wieder das Ring, glaube ich. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Meinst du? Ja, ja. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, Hockey ist übrigens Traitor. Hä, wo ist der denn so schnell hingeflutscht? Ich hab keine Ahnung. Wie das ist halt, das ist einfach so ein Tintenfisch. Das ist einfach ins Wasser gesprungen oder so. Das ist Uli und ich gerade. Ja, ist er echt. Wie oft kann der Deathringer auslösen eigentlich? Ganz kurz, er hat übrigens gerade ein Radar gekauft. Schleich hinter ihm.
Da hinter dem Mate! Nicht schon wieder, ernsthaft? Oh Gott. Hast du ihn erwischt? Er lebt noch. Wie oft kann man das machen? Er ist tot. Oh yes, stark. Ich hab's gesehen. Wegen Fallschaden! Wegen Fallschaden. Hier hatte ich meine Vision. No fucking way. Ja, okay, jetzt fehlt nur noch Ricky. Und wie finden wir den? Ja, das ist jetzt muss ich wohl auch von die Tür zu öffnen. Welche Tür? Nee, jetzt ist die Frage. Okay, Morgi, Fully, komm her. Ich öffne alle Türen. Ich opfer mich dafür. Moment. Ich muss aus dem Wasser. Und du kümmerst dich denn drum. Ich komme nicht aus dem Wasser raus. Jetzt bin ich aus dem Wasser raus. Okay. Wo bist du? Sie fangen genau falsch an. Okay. Das ist das letzte Haus. Okay, ich rauche immer eine davor, bevor ich die aufmache, weil... Ja, ich bin aber auch fast tot, also, ja. Bleib in sicherer Entfernung. Okay, hier nicht. Safe. Da brennt es aber drin. Noch eine ziehen. Okay, hier auch nicht. Safe. Da, wo du mich eben getötet hast, Maeve. Noch eine ziehen. Das ist so gut. Da, wo du mich eben getötet hast an dem Haus, Maeve. Ich hab dich doch nicht getötet. Ihr wollt mich ja vorstellen mit den Schlangen. Ach, hier, okay. Dann ist es hier. Hier in Sicherheitsabstand? Ja. Auch nicht. Moggy ist ach, das tot. Haus meinst du? Ja. Gibt's das für dich zufällig? Nee, gibt's nicht, ne? Kein Hintereingang. Du musst die Tür öffnen, ne? Leider kein Hintereingang. Keine Sau! Okay. Ring jetzt schnell weg. Oh shit, das hat geklappt. Oh, da ist ein Turret! Oh. Der ist umgefallen, da ist gut, da ist gut, da ist gut. Nein, sie leben beide noch. Oh, er hat noch Schlangen. Die sind nicht schlecht. Die haben beide super wenig Leben. Also! Ricky, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Oh, die Schlangen finden Maeve nicht, das gibt's nicht. Komm schon, Schlangis. Komm schon. Was will er denn hier? Was ist sein Problem? Die eine Schlange. Kaplan, mach mal. Mach doch mal. Die machen nix. Was sind das für Scheißschlangen? Oh my god. Was ist gerade explodiert? Achso. Kommt schon! Nichts davon klappt! Das ist echt lame, Ricky. Ich hab so viel geopfert für dich. Jetzt gewinnt Maeve. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Traurig. Dass Maeve das gewinnt. Was? Oh, stark, Maeve. Ricky, wie viele Punkte hattest du? Holy shit. Welche Idee mir übrigens gekommen ist, wenn Ricky das nochmal versucht? Dann können wir einfach Granaten gegen das Haus werfen und schauen, ob er von der Seite vom Explosionsschaden. Ja, ich probiere das nicht. Oder man kann vielleicht die Tür auch so wegsprengen. Man weiß ja nicht, in welcher Ecke er ich habe ja keinen Schaden bekommen. Ich kann ja in beide Ecken werfen. Ich habe ja von der Seite und habe keinen Schaden bekommen. Wahrscheinlich, weil die Tür zu groß war, ne? Ricky, du hättest drin bleiben können. Mal wieder die geschafft. Defe! Geh doch hier rein und mach ein Dorf was dran. Das ist eine gute Idee. Und was ist deine Lieblingsfarbe, Moggy? Was ist deine Lieblingshefe? Ey, Maeve. Meine Lieblingshefe? Mhm. Gibt's mehr als eine? Was ist deine Lieblingshefe? Grauhefe. Jungs, ab in den Pub! Mhm. Wir saufen uns jetzt ein. Okay. Yeah. Was ist denn deine Lieblingshefe-Food? Rein mit euch, Jungs. Rein. Ach, ich weiß genau, was rein mit euch, Jungs. Komm rein, okay. Hat er was vor? Ich auch? Ist doch Detective. Ja, geh rein, beweg dich. Ich glaube, ich nehme den guten alten Hermann-Teig. Der gibt nicht auf. Ja. Ricky? Gehen wir rein, ja. Oder? Das Pub hat eine Hintertür, ne? Ich weiß, ich bin gerade durch. Achso. Oh. Okay. Das geht oh, das ist gut. Hey. Was war das? Ich glaube, da vorne war ein Dorfbuster. Jungs, was ist los? Oh. Ich wollte die Tür gerade. Ist die Tür aber nicht auf. Die Tür ist, die ist nicht... Wenn man hier so reinguckt, kann man reingucken. Hä, wieso kann man denn ja, nicht schützen? Ja, ist jetzt busted? Was? Wieso kann ich das rausschauen? Da ist eine Biene, da ist eine Biene, da ist eine Biene. Biene im Haus, wer hat die geworfen? Wer hat die geworfen? Oh, scheiße. Hockey, Hockey ist was nicht. Schießt du, Hockey? Er hat das geworfen. Ich hab eigentlich gesehen, dass Hockey geworfen hat. Wie Moggy durch die Tür fliehen will. Nein, die Bienen. Arme. Sie sind überall, sie sind in meinen Augen. Und ich. Hockey, ich hab gesehen, dass Hockey sie geworfen hat. Alter, Moggy, ich lieb's, wie du durch die Tür flüchten wolltest. Es ist nicht gegen mich. Verdammt, die Bienen sind hier drin. Ich weiß, ich war. Hockey hat irgendwie nee, gedacht, wie Hockey, das, aber das war perfekt für mich. Die, ich hab geschossen. Ja, ich dachte, man kann das schon voll irgendwie nerven oder. Nee, aber. Dachte ich auch, ja, ich wollte auch auf die Bienen Mine. Ich dachte, du hättest sie geworfen, Maeve. Fully? Nee. Ja? Ich möchte euch sagen, ein Statement hierzu. Was für ein Statement? Was denn? Oh, wie fandest du den New Super Mario Bros. Teile, Johnny? Habe ich nie gespielt, Fully. Ja, aber das bin ich nicht. Das ist mit I geschrieben. Das ist mein Name. Buchstäblich Fully. Du hast. Ja, du buchstäblich hast, falsch. Du hast New Super Mario Bros. Nie gespielt? Buchstäblich falsch. Du hast nie Super Mario Bros. Gespielt? Hey, sind wir denn der erste Teil? Nee, hab ich nicht. Hä, aber der war, da waren wir alle Säuglinge.
Ja, eben. Na ja, ich nicht. Das ist ein Baby. Das ist Spiel für Babys. Du so alt ist das doch gar nicht. Hey, ist das News über Mario Bros. Nee, ist echt Computer? Ist nicht so alt. Wann kam News über Mario Bros. Für den DS raus? 2004? Oder so. Hier ist eine Antwort von einem Alexa Answers Nutzer, die ich 2006, übersetzt 2006, ja. 2006. New Super Mario Bros. ist ein Plattform-Videospiel, das von Nintendo für den Nintendo DS entwickelt und veröffentlicht wurde. Aber wann? Es wurde erstmals im Mai 2006 veröffentlicht. Boom! Wer ist Fan? Ist doch Quatsch, oder? Der wurde ich elf. Pulli, der war ich war da. Ich hab Schmerzen gehört. Hä? Ich bin voll alt. Pulli ist da geboren. Voll alt. Johnny ist da geboren, aber ich war schon elf. Warte, in welchem Jahr? 2006? Ja, da war ich auch elf. Random Hell for Everyone. Das ist richtig schon wieder nicht. Ja, ich bin der jüngste hier. Ist ja jüngst nicht. Ist egal. Aber du bist der Random Mann nochmal witzig. Das war echt lustig jetzt. Wo seid irgendjemand hat irgendwo einen Turret aufgestellt. Ja, Turret. Hey, Fully, was geht? Mave. Da ist, glaube ich, oben drüber. Meistens ist es Ricky. Komm, Fully, das stimmt. Und ja. Ricky ist bei mir in der Nähe. Also, Mave ist vom Turret weggelaufen und der war es tatsächlich. Warte, okay. Darf ich ihn, Mogi? Ist denn die Möglichkeit, Johnny sein? Bei Fully ist es nicht. Na, bei Fully ist es nicht. Hey. Morgi hat. Morgi, okay. Das ist so Johnny dämlich. Du warst so abseits von allen. Ja, es ging gesagt. Nicht. Nein, es ging nicht. Morgi hat den Trader gecallt. Fully war bei mir. Ich habe den Trader erschossen. Hockey, ja, und ne? Und ich war ja auch. Ja, callen, erschießen, alles das Gleiche. Schlechte Runde. Ja, hauptsächlich war Johnny abseits und hat nichts geredet. Einfach ich habe die ganze Zeit darüber geredet, über Super Mario Bros. Und so, hä? Das übelst hier, ja, du warst auch still und hast. Ja, ich hab mich richtig rausgehalten aus der Scheiße. Der Moggy macht mir auch einfach nichts vor, ne? Der läuft auf eine Treppe zu, also auf eine Leiter zu, an der Wand. Ich stelle den Turret hin und der dreht sich um und sieht mich direkt. Junge. Das heißt aber, also, ich meine, ein blindes Huhn? So nämlich. Boah, manchmal wünschte ich, es gäbe hier bessere Waffen. Habt ihr eine Eiche? Anatomisch? Generell so oder so, je nachdem, wie du willst. Beides. Du meinst je nachdem? Ja, habe ich. Je nachdem? Je nachdem. Wer ist dieser nachdem? Besser eine Eiche in der Hand als ein Spatz auf dem Dach. Ist da jemand drin? Hallo? Eine Eiche in der Hand? Hallo? Den ganzen Baum. Ganze Baum. Mach schon. Ganze Baum, Junge. Wer willst du wieder einen Turret aufstellen oder was? Ja, bestimmt. Wer willst auf Turret? Oh, lol. Hast du schneller laufen oder was? Ich glaube, ich vertraue Fully. Warum vertraust du mir nicht? Ich hab doch nichts gemacht. Oh mein Gott, das ist Ricky. Ricky war so smart. Wieso bin ich es denn jetzt? Ricky hat den Detective eingesperrt. Also, es muss er gewesen sein. Er hat einen Dorbuster in mein Haus angebracht und mich rein teleportiert. Wieso bin ich das denn automatisch? Hallo, ich bin doch ganz woanders! Woher hat der einen Dorbuster überhaupt? Ja, natürlich bist du ganz woanders. Du bist ja auch geportet worden. Also, du hattest vollkommen recht. Ich denke, das hat Johnny gesagt, ja. Johnny, du hattest vollkommen recht, das war Ricky, sehr gut. Ja. Und ich bin mit 100% Leben rausgegangen. Vor allen Dingen, Ricky, ist wieder dasselbe Haus. Vor allem von den Dorbuster von innen kann man entschärfen, Ricky. Ich hab den einfach weggeschossen. Ach, das geht? Ja, anscheinend. Oh, aber kann ihn wegschießen. Ich glaube, jemand hat hier gesniped. Oder versucht zu snipen. Was ist Hockey? Ich hab einen Schuss gehört. Ja, ich versuch's gerade, aber ich krieg's wahrscheinlich nicht so drin. Da oben seht ihr ihn? Wisst ihr, mein Trader-Kollege ist richtig. Er hat Deathringer benutzt. Hilft er mir? Nein, hat er nicht. Ich bin tot. Er hat keinen Deathringer, what the fuck. Er ist nicht tot. Ich hab einen Deathringer, ich bin irgendwas woanders. Er hat den Deathringer doch auch gar nicht benutzt, Fully. Hat er nicht? Nein. Achso, ja, also für mich war er optisch auf einmal weg, deswegen. Achso. Ja. Nein, er war da oben in der Ecke und, ja. Ja, dann war er genau so, dass ich ihn nicht sehen konnte. Guter Plan, aber Ricky, es muss irgendwie andersrum gemacht werden. Man müsste es mit dem Partner absprechen, dass von außen Dorbuster angebracht wird. Ich glaube, das, was gemacht werden muss, einfach wieder eine C4 zünden oder so. Ja, das geht natürlich alles, aber ich meine, die Idee war cool. Wenn alle Stricke, oder? Ich mag dieses Einsperren. Okay. C4 nutzen wir nie, ne? Okay. Mag dieses Einsperren. Also, Johnny will ich nicht auf meine Kinder aufpassen lassen. Löst irgendwas in mir aus. Fessel mich. Das ist ein guter Punkt. Hey, Kinder, wollt ihr Räuber und Gendarm spielen? Okay. Okay. Zuerst kichern und dann so, okay, was ist mit dir, Hockey? Ey, Mann, gehst du zu weit? Support ich nicht. Hallo? Was geht? Lass uns in die Höhle gehen, Moggy. Lass uns das auch mal in die Höhle gehen. Ja, da hinten geht. Oh, achso, ja, da vorne, hier gehen wir.
Was hat nein, wo gehen wir hin, Jungs? Ich würde das Moggy-Hockey-Höhenabenteuer. Wer war das gerade, der das gesagt hat? Wir sind alle still gewesen. May, Fully, Ricky und ich, wir sind der Rest. Ja. Nur Moggy und Hockey haben geredet und der Rest ist hier so. Hä, also Moggy und Hockey sind's dann? Die kommen noch gar nicht in die Höhle. Ja, so schnell kann ich euch nicht vertrauen. Komm, Jungs, komm ab in die Höhle. Wir wollen das zusammen. Nee, so schnell bringen wir nicht. Wir wissen beides, die Höhle weiter oben, weiter unten ist und wir gehen so nach oben. Ich glaube, das bringt nichts, Mann. Jungs, was sagt ihr? Wir jetzt in zwei Abenteuergruppen aufgeteilt. Ja, ja, sind wir. Ja. Das ist cool. Und ich will euch keine Angst machen, aber in der anderen Gruppe scheinen zwei Traitor zu sein. Das kannst du ja gar nicht wissen. Genau, das kannst du ja gar nicht wissen. Dann heißt es. Kann ich das nicht wissen? Hockey hat mich nicht angegriffen. Au. Ja, oh Gott. Ja, das war falsch, hat nicht cool. Hockey. Au. Ach so, okay. Jetzt hat uns die andere Gruppe. Jungs, wie sieht's aus? Hey, warum wird der Angst? Hallo, warum? Wait, ernsthaft? So. Maeve, wieso schießt du? Identifizier ihn bitte. Guck mal, dann haben wir dich schon gerettet, Moggy. Ah, danke, easy. Mein Guter. Okay. Aber wie kamst du darauf? Aua! Aua! Nein, das ist das Moggy, ist nicht der andere. Es ist dieser eklige Fully wieder. Ja, es ist Fully natürlich. Natürlich. Können wir null RP machen? Was ich wollte gerade sagen. Aber warum habt ihr einfach Hockey erschossen? Es gab keinen Grund, Hockey zu töten. Ich dachte, beide sind Traitor. Ich wollte Moggy nicht erschießen. Ich wollte mit ihm ganz normal in die Höhle. Ich wollte einfach ein bisschen RP machen. Ja, also ich wollte ein bisschen schauen. Maeve hat direkt gesagt, okay, also wir können uns ja vertrauen, also töten wir jetzt die anderen beiden. Cool, das Ding war, Ricky und ich waren Verliebte. Achso. Und Johnny war Detective. Und Fully stand neben uns. Deswegen dachte ich, dass Fully Amor war. Ja. Wer war denn Amor? Nee. Ich? Na Gott, Ricky, Alter. Johnny, töte mich, Ricky. Wieso kam ich denn auf... Ja, stimmt, natürlich, du warst es. Wie kam ich auf die Idee, ich Idiot? Du warst es. Natürlich. Da hab ich jetzt wird's mir klar! Wie schocken von den Augen! Oh Gott, die dritte Molotov getötet worden. Es war Ricky Mania. Nee, der Moggy. Da war's. Maeve war's. Hockey ist es. Fuck, ich weiß ja nicht. Und Moggy auch. Oh. Okay. Wie geht's C4? Wie stelle ich das an? Was zum Fick? Wie Okay, letzte Runde. Mich an. Letzte Runde. Was war der Tür? Das war für mich ziemlich eindeutig. Also, Molotov fällt mir in den Waffenladen zu werden. 54 effizient. Also, was hat Moggy gesagt? Ich hab gerade einen LKW. Alles, was du im Waffenland zumindest ist effizient. Und damit meine ich. Das stimmt. Leberkäse. Oh, ist so ein lautes Motorrad, der unterwegs. Was sagst du da gerade? Ich hab eine Leberkäse-Wecke in meinem Zimmer. Ich kann mein Leberkäse-Wecke ist übel lecker. Die sind so lecker. Die Beste sind immer noch Mettbrötchen. Lecker. Die LKW sind übel lecker. Mettbrötchen mochte ich, als ich noch Fleisch gegessen hab. Ey, Fully, jetzt so ein Leberkäse-Wecken mit Ketchup drauf? Mit Ketchup? Er ist Vegetarier. Pesketarier. Ja, klar, mit Ketchup ist voll lecker. Was machst du da? Das mit Ketchup wirklich gut. Oh Gott, hier war deine Chili. Ich esse es von Moggy. Warte mal, Moggy. Moggy war's. Wer schießt denn heute? Moggy war's. Ich beschütze dich. Du warst es. Du standst da und auf einmal wurden da Chilis geworfen. Du standest da, Fully. Du standest da. Ja. Nein. Pass auf, Maeve. Neben dir. Sardellen. Moggy. Ich sag's euch, Moggy ist es. Oh, Junge. Nein, bin ich nicht. Oh, nein. Ich sehe alles. Chilis. Alles gut. Ich bin nicht blind, Jungs. Er war's. Ich wusste es. Okay. Oh Mann, ich sehe gerade so viel! Bist du blind? Guck mal bei Maeve schnell! Okay, nein, das hat Moggy gerade eben gesagt. Komm her, Hockey. Noch. Warum? Hier. Was ist los? Hey, da bin ich. Warte. Was denn? Wer ist der Echte? Gutes Thumbnail. Wer ist der Echte? Und nun, was machen wir jetzt? Ja, also töten wir. Irgendwas hat mich schon gemacht. Fuck ich Chilis. Ah, Moggy ist schon tot. Ja, Moggy ist schon tot. Wait, hast du mit? Warte mal, Maeve. Und Ricky war Purist. Ja. Nein, Johnny ist es, er hat ein Homingbird. Hä, wie dumm, ich kann ihn nicht abschießen. Was war das? Ich hab dich erwischt, oder? Hat doch geklappt so. Das heißt, er hat dich erwischt, Fully. Ich hätte dich 5 Sekunden lang schon gehabt, aber der Vogel ist nicht losgeflogen. Ich hab dich erwischt. Ja, weil du mich ja treffen musst auch. Ja. Also, nein, was? Ja. Er fliegt nur los, wenn man jemanden erwischt. Er fliegt automatisch einmal auf die Bonusrunde. Oh, ich höre nix. Junge, das war wirklich laut. Warte, was war mit dem Homing Pigeon? Du musst, also er fliegt automatisch hin, aber du musst einmal genau treffen quasi. Ach so. Genau. Das ist doch du musst klar, genau oder? Angucken. Nee, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann ihn einfach so losfliegen lassen. Was? Jetzt weiß ich. Detective. Dete! Ich bin innocent. Hätte ich den Scheiß zugegeben. Ja, das entscheide ich, okay? Okay, sorry. Tust du gar nicht. So richtig. Das ist die Rollenverteilung. Ja, ist okay, du kriegst doch nicht. Ich entscheide nicht, ob wir innocent sind. Wait! Fick dich, Hockey! Geschossen.
Hockey war's. Oh, sorry, das war der Detective. Und was denn, Maeve? Bin ich dumm. Hast du zufällig einen Defibrillator gekauft? Ja, scheiße. Maeve. Also mein Karma ist jetzt auf jeden Fall sehr im Arsch, würde ich sagen, nächste Runde. Gott, bin ich dumm. Oh, nie Glück. Nie Glück. Ja. Gut. Yes! Was war überhaupt der Gedankengang, mich zu töten, Johnny? Ich dachte, ich wäre jetzt der Held. Ich muss hier raus, sag ich so. Nee, ich schleife mich jetzt hier weg und dann höre ich wieder Moggy. Maeve, wo bist du? Ich weiß auch nicht, ich habe nicht mal gecheckt, dass das Trader schon umgebracht wurde. Ja, besser ist. Noch eine Bonusrunde? Wieso? Wenn ich jetzt Trader wäre, dann habe ich schon, kann ich mich okay, es hat mich überzeugt. Oh, okay. Moggy ist immer ein Wachhund, ey. Den kann man nicht. Dem mach ich nichts vor, ey. Das ist ein richtiger Schießhund. Ich bin direkt. Ich hab mich direkt umgedreht und musste auf die Jagd nach dir. Oh, stark. Ey, Johnny, komm mal kurz zurück. Johnny, komm mal kurz zurück. Was Johnny, komm vor? Mal kurz zurück. Will jemand eine Tomate haben? Was soll das? Okay. Ich will dich in den See schubsen. Okay. Ich will dich in den See schubsen. Ich mach Kirsch oder Fleisch? Yes! Was ist denn? Ich wurde nicht geschubst. Ricky. Ja, mein Chef. Nein, Johnny! Was hättest du denn gerne? Cherry Tomaten. Oh mein Gott, ich hab mich auch wieder. Johnny, ich greife rein! Johnny, bitte! Okay, du solltest dafür auf jeden Fall sterben. Johnny, oh, bitte! Du kämpfst auf Wirklichkeit rein! Ich greife hier rein, Johnny, komm! Hey, zum Kopf. Johnny, hilf! Ich greife hier rein, Johnny! Ich hab dich wirklich geschubst. Bitte helfe, Johnny, hilf! Schubst dir weiter! Ja. Wait, du hast voll Schaden! Ich möchte Obstsalat machen. Ja, weil Kuli mich angeschossen hat, der ist Traitor. Bin ich Traitor? Hallo? Ja, nein. Er hat mich angeschossen, ich hab das Hobby genommen. Nein, du versuchst die ganze Zeit Johnny zu töten, du Affe. So Frutti die Mare, oder was? Richtiger Affe. Ja, ja, genau. Richtiger Affe. Frutti die Mare. Tutti Frutti. Ja, das ist, weißt du, wie es läuft eigentlich mit der Inflation und sowas? Die Tomate macht 4,50 €. 4,50 €? Ach du Scheiße! Ja, wir hätten auch noch B-Ware, da ist schon May vorhin drauf getrampelt, als er die Kisten stapeln wollte. Ja, die sind zermatscht und da sind noch ein paar Fliegen drauf, aber die kostet halt 2,35 €. Hast du aber jetzt, wo ich dich so sehe, 2,35 €! Hast du Flash-Ware für mich? Kennst du eigentlich schon das neue Spiel Hounds? Nee. Oh, Ricky, er ist schon fertig. Oh, Dankeschön. Ja, May. Good guys. So, Fuli würde uns jetzt gleich den Spaß verderben mit seiner Anwesenheit. Nein! Ja, hab ich geklärt. So. Wie der da lief. Ich hab nicht mehr was gemacht. So, ja. Ich wusste, dass das erst ruiniert wird. Ich bin nicht der Einzige mit dem Fuli-Radar. Ja. Da kann man nicht einfach am Obststand stehen am Sonntagsmarkt, ohne dass Fuli vorbeikommt und alles ruiniert. Es ist Montag. Das ist irgendwo auf der Welt, ich sitze gerade Sonntag. Das kann gut sein. Mach mal Beleuchtung mit ihm, bitte. Wir brauchen mal ein bisschen Licht. Das war das Falsche, ich hasse mein fucking Leben. Ich glaube, Johnny mal, ist es. Ich hab's dir abgenommen mit dem Magnetostick. Oh, nicht blinken. Mann, das war so sad gerade. Blinkt nicht. Johnny ist übrigens da hinten gerade, ne? Da lang. Johnny, willst du was kaufen? Ja. Ich hätte gerne den richtigen Teleporter gekauft. Warte mal, stopp! Oh! Oh! Hat's geklappt? Nee. Nee. Schade. Warte mal, komm mal her. Moggy? Möchtest du auch Fully nochmal erschießen? Nee. Okay. Nee, heb dir den auf. Was ist Hockey eigentlich? Oh, vielleicht. Oh, das komm mal nach vorne! Lass mich in Ruhe. Nein, keine Muni. Warte, ich hab keine Muni mehr. Ich mach auch gar keinen Schaden. Ich hab noch Munition. Heute gibt's Entenbraten. Keine Sorge, ich kann euch eh nichts tun. Ich hab kaum Karma. Ich raus. Bro, wie traurig ist das denn? Ja, was soll ich machen? Ja, ich wollte den Teleporter kaufen, um jemanden mit C4 zu töten. Aber ich hab den Teleporter gekauft, mit dem ich mich selber irgendwo hin teleportiere. Oh, du hast nicht das Handy gekauft. Ich hab den AT... Ja. Oh Mann. Ich hätte den ATM oder wie das heißt. Ja, das war doch schon eine super Vorgeschmack auf den nächsten Part. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und denkt daran, Bullies und Johnnies und meine Folge einen Daumen nach unten zu geben. Ja, natürlich. Ciao. Okay. Tschüss. Warum das auch immer es damit auf sich hat, aber ja. Weiß ich nicht. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich auch nicht so genau.